Der Prozess relativ spät, aber war ganz wichtig und rückschauend betrachtet war er der erste oder der deutsche Nachkriegsprozess in der deutschen Rechtsgeschichte. Bedeutend für Deutschland, endlich stellt sich die deutsche Gegenwart der Vergangenheit. Es hat lange gedauert, aber die Deutschen haben gesehen, das große Verfahren in Nürnberg, und danach kamen ja noch 12 Militärgerichtsverfahren. Sie sahen, die Franzosen haben in Metz und Rastatt ihre Verfahren gehabt, die Polen in Krakau sowieso, schon im Herbst 1945, in Hamburg die Briten, KZ Neuengamme. Und da verbreitete sich dann so ein bisschen der Eindruck, die Alliierten haben uns die Arbeit abgenommen. Das war natürlich nicht so, denn erst ein deutsches Gericht konnte dann mit Anlaufschwierigkeiten das ganze Prozedere wiederholen, darstellen und die Angeklagten dann letztlich auch verurteilen. Für die Öffentlichkeit war es schon klar und insbesondere auch für Fritz Bauer, der nun rechtskräftig festgestellt hatte, nachdem der Bundesgerichtshof die Revision für Staatsanwaltschaft und Angeklagte verworfen hatte, rechtskräftig festgestellt hatte, was in Auschwitz geschehen war. Und keiner sollte mehr so törichtes Zeug sagen, es hat gar keine Gaskammern gegeben und dies nicht und das nicht. Aber die Dummen wären ja nicht alle. Leider gibt es heute immer noch Menschen, die das behaupten. Aber mit dem Urteil war festgestellt, was in Auschwitz geschehen ist. Und daran konnte auch keiner mehr rütteln. Also ich würde sagen, dass die Verfahren gegen die NS-Täter bedeuten, dass gerade die heutige Jugend sich bewusst macht, was damals passiert ist und wie es passiert ist. Und dadurch auch, wenn sie selber mal in so eine Situation kommen oder so, sich überlegen können und abwägen können und sich bewusst machen, wie sie sowas verhindern können, zur heutigen Zeit auch. На мою думку, суспільству варто знати та усвідомлювати роль Нюрнберзьких процесів або будь-яких інших судових процесів над нацистами, тому що це може запобігти новим злочинам в майбутньому. Якщо людина буде суцільно обізнана про нашу історію та розвиток людства, то ми можемо формувати наше суспільство більш відповідальним та законослухняним. І це не дозволить в майбутньому віддати подібні накази злочинні своїм підлеглим, тому що це не буде правильно з моральної точки зору. Ich würde sagen, die Bedeutung der Verfahren gegen NS-Täter heute ist vor allem Aufklärung im Bereich von der neuen Generation, was damals in der Zeit passiert ist, beispielsweise Auschwitz oder von Generälen die Befehle. Das wird ja alles mit Beweisen aufgedeckt und Audiospuren und Briefe, Postkarten, das ist ja alles in diesen Prozessen aufgedeckt worden, ist Aufklärung heutzutage. Und vor allem für Opfer ist es auch ein guter, ich würde mal sagen, Ausgleich dazu, was wirklich passiert ist und dass die Menschheit erfährt, was den Opfern passiert ist. На мою думку, однією з причиною, однією чому Нюрнберзький процес був таким важливим, тому що це був перший військовий, міжнародний військовий трибунал, в якому судилися злочини проти людства. Такі злочини були підняті такі теми, як
насильство проти цивільного населення, геноцид, етнічні чистки, також злочини проти воєннополонених. Крім того, однією з важливих тем, яка піднялася і яка також має результат на сьогодення, це тема прав людини. І, на мою думку, Нюрнберзький процес дав великий початок і на сьогодення також.